Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir für euch 5 Fakten über Dr. Willow. Dann lasst uns loslegen mit dem ersten Fakt. Dr. Willows originaler japanischer Name leitet sich von dem japanischen Dessert Uiro ab. Also typisch Dragon Ball mal wieder, wo die Charaktere meistens nach Essen benannt sind. Sein übersetzter Name Willow aber ist das englische Wort für den Weidenbaum. Dazu muss man noch sagen, dass es einen alternativen englisch übersetzten Namen, nämlich Dr. Willow, gibt und der scheint sich wohl vom englischen Wort für Rad, also Wheel, abzuleiten. Zweiter Fakt. Dr. Willow hat 2 interessante Statistiken, was Dragon Ball Feinde angeht. Einmal ist er der erste Feind in Dragon Ball, der es auf Son Gokus Körper abgesehen hatte, also der ihm den Körper klauen wollte. Später waren es noch Ginyu und Zamasu, die dieselben Ziele verfolgten. Und von den dreien ist er der einzige, dem es nicht gelungen ist, Son Gokus Körper zu klauen. Außerdem ist er der erste Feind in Dragon Ball, der von einer Genkidama getötet wurde. Denn zu dem Zeitpunkt, als der Film released wurde, hatte Son Goku die Genkidama bisher nur bei Vegeta angewendet. Übrigens sind der zweite und dritte Gegner, die durch die Genkidama sterben, ebenfalls Filmfeinde, nämlich Turles und Lord Slug. In der Anime-Serie ist der erste Feind, der durch eine Genkidama stirbt, erst Kid Buu. Dritter Fakt. Dr. Willow wurde wie die meisten Filmfeinde ebenfalls von Akira Toriyama designt. Dazu muss man sagen, dass in Akira Toriyamas originalem Design für Dr. Willow dieser nicht nur ein gigantisches Hirn in seinem Glas schwimmen hatte, sondern ebenfalls andere lebenswichtige Organe. Der Anime-Staff entschied sich aber gegen dieses Design und änderte es so, dass in Dr. Willows Roboterkörper nur noch ein gigantisches Hirn schwimmte. Sie stellen sogar die Theorie auf, dass sich Dr. Willows Gehirn nicht vielleicht weiterentwickelt hat und es deswegen so groß ist. Kommen wir zum nächsten Fakt und hier geht es um Dr. Willows Kraft. Im Film sehen wir, dass Son Goku eine 4-fache Kaioken benötigt, um Dr. Willow zu overpowern. Er ist außerdem überzeugt davon, dass er genügend Kraft hat, um die Erde zu zerstören. Das Daisenshu 7 bestätigt diese Aussagen und schreibt in Dr. Willows Beschreibung, dass seine Panzerung stark genug wäre, eine 4-fache Kaioken auszuhalten und dass er bei maximaler Kraft dazu in der Lage wäre, die Erde zu zerstören. Außerdem sagte Takao Koyama, dass die Feinde der Dragon Ball Filme mit jedem Film immer stärker werden. Das heißt, Dr. Willow ist in jedem Fall stärker als Garlic Jr., aber schwächer als Turles. Wir haben außerdem auch noch eine offizielle Kampfkraftangabe zu Dr. Willow, aber diese stammt von den berüchtigten Movie-Pamphlets, die nicht so genau sind mit den Kampfkräften. Aber nichtsdestotrotz wird seine Kampfkraft dort mit 39.000 angegeben. Kommen wir zum letzten Fakt. In Dragon Ball Heroes taucht Dr. Willow in Form von Dr. W erneut auf. Und diese Form zeigt uns wohl, wie Dr. Willow als Mensch aussah, bevor ihm das Gehirn entnommen wurde. Dies ist aber nicht sein wirklicher menschlicher Körper, da es sich hierbei auch nur um eine Cyborg-Form handelt, denn unter dieser Form hat er eine neue, cyborg-artige Rüstung, ähnlich wie im ersten Film, nur in menschlicher Größe. Nichtsdestotrotz können wir davon ausgehen, dass Dr. Willow in menschlicher Form wirklich so aussah. Das war's auch schon mit dem Video. Wir hoffen wie immer, dass es euch gefallen hat. Lasst uns ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns wissen, was für Dragon Ball Videos ihr noch sehen wollt. Und wie immer sehen wir uns im nächsten Dragon Ball Video.